So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Breath of the Wild, ich sag's gleich, das ist die letzte, der letzte Part dieser Aufnahme. Also, wenn ihr mir irgendwelche Dinge geschrieben habt, in der Zwischenzeit in den ersten oder zweiten Parts zumindest, also im dritten oder vierten, dann werde ich wohl inzwischen vielleicht darauf eingehen können. Aber das hier ist noch die Aufnahme, die mit dem dritten Part begonnen hat. So, das letzte Mal haben wir richtig viel geopfert, um einen Bogen zu bekommen. Und vor allem Zeit. Richtig viel Zeit. Und das war es voll wert. Nicht. Und danach haben wir uns die restlichen Schreine markiert auf der Karte und sind jetzt auch hier beim zweiten Schrein, den wir betreten werden. Wenn das wirklich immer die gleiche Animation ist, kann ich das eigentlich echt überspringen. Aber naja. Eigentlich sieht es auch schön aus. Ich werde es wohl eine Weile erst noch anschauen. So. Also auch falls irgendwie der Ton noch komisch war, dann ist das ab dem nächsten Part wieder neu und wir werden sehen. Was ich nicht hoffen will. So, mehr Magnetenrätsel jetzt hier, ja? Oder kriege ich direkt ein neues Feature? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Jabajif. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Zerstörungskraft. Okay, nein, wir kriegen Bomben. Ich sehe das doch. Wir kriegen sowas von Bomben. Nice. Oder was Ähnliches. Aber auf jeden Fall kriegen wir auch was, was kaputt macht. Shika-Stein erkannt. Datenübertragung beginnt. Oha, das ist gleich zwei Sachen, die das ausgefüllt hat. Ein neues Modul wurde aktiviert. Schnellauswahlmodule, ja, das haben wir schon gesehen. Was ist das? Sind das beides Bomben? Was ist das? Löst aus der Entfernung Explosionen aus. Die Explosionen fügen Feinden Schaden zu und zerstören Objekte. Verwende je nach Bedarf runde oder eckige Bomben. Die Explosionen fügen. Ach so. Das sind beides Bomben. Aber einmal rund und einmal eckig. Was? Okay. Aber heißt das, wir haben unendlich viele Bomben? Wie gut ist das denn? Und wann explodieren die? Ach so, zünden L. L? Das ist nicht L. Ach, ist das hier L? Ah, ich kann aber. Okay, nach einer Weile. Die Bombe muss dann erstmal sich wieder erholen, praktisch. Ich verstehe. Okay, wir haben Bomben. Voll gut. Ich hätte nicht gedacht, dass man so schnell hier das Zeug bekommt. Das war nicht das, was ich wollte. Ich muss das noch lernen, wie man wirft. Bäm. Okay, in jedem Schrein sehen Truhen also so aus. Ich dachte halt, weil die Truhe so speziell aussah, dass das. Ach Mann. Ein Reisezweihänder. Sehr beliebt bei Abenteurern aus ganz Hyrule. Mit dieser schweren Waffe kann man Monstern ihren Schild aus der Hand schlagen. Boah, da ist schon ordentlich. Bleibt es einfach in der Truhe. Ich glaube, es geht los. Fackeln möchte ich behalten. Die Route, die stärkere, werde ich auch gerne behalten.
Schmeißen wir das Ding hier weg. Ciao. Naja, das war nicht so effizient. Yay. Will ich aber eigentlich nicht ausrüsten jetzt. Falsch. Hier sieht man es jetzt auch, der hat 10, der hat 14. Also, da sieht man auch dann die Stärke. So. Ich drücke immer das falsche R. Bam. Ah, hierfür ist jetzt wahrscheinlich eine eckige Bombe besser, weil die dann da liegen bleibt. Boah, die hat mich viel weiter geworfen. Was war das denn? Hat die einen größeren Radius? Wollte ich nicht. Aber hat gereicht. Was immer funktioniert. Ist da unten eigentlich was? Man muss hier alles erkunden. Nein. Da kommt doch bestimmt wieder so ein Gegner am Schluss. Da ist auf jeden Fall mein Ziel. Oh, what? Okay. Da kann ich eine Bombe drauf rollen lassen. Ah! Ja, da kann ich eine Bombe drauf rollen lassen. Hui. Puff. So rum. Okay, jetzt komme ich hier schon durch. Da ist noch eine Truhe. Kann ich eigentlich... Tötet mich das? Nein. Okay, wie komme ich... Ach so. Ja, wie komme ich da nur hin? Doch nicht etwa vielleicht so, wie ich das gerade schon probiert habe. Um herauszufinden, ob mich das tötet. Hätte ich auch gleich da machen können. Yay! Bernstein. Versteinertes Baumharz, das in Hyrule gefunden werden kann. Es besitzt einen geheimnisvollen gelb-roten Schein und wird traditionell zu Schmuck verarbeitet. Was ist das da, was eigentlich da liegt? Kann ich das mitnehmen? Ja, gleich mal rausfinden. Kann ich. Was ist? Was, bist du einfach nur eine Kugel, oder? Kann ich mit dir irgendwas machen? Ich kann mit dir wahrscheinlich nicht klettern. Das heißt, ich werde dich auch nicht... Doch, ich könnte dich darüber bekommen. Vielleicht will ich das sogar. Mal gucken. Thank you.
Das hat nicht so gut funktioniert. Dann eben nur die Kugel. Können wir die Bombe wieder? Danke. So, die Kugel müsste jetzt da drüben sein, ne? Yes! Aber das scheint mir gar nichts. Ich glaube, die ist einfach nur zur Demonstration gewesen. So, guck mal. Ist hier eigentlich noch irgendwas drauf? Nee, oder? Ich meine, man kann da drauf rumlaufen, das haben wir ja gesehen. Aber da ist halt nichts. Und dass ich die Kugel jetzt hier dabei habe, bringt mir auch nichts. Die leuchtet zwar schön. Aber ich brauche sie hier nicht. Na gut. Dann untersuchen wir. Ach, jetzt ist sogar weg. Was ist das denn? Verschwindet einfach die Kugel. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Es ist immer der gleiche Text, weil unten überspringen steht. Zeichen der Bewährung. Okay, ja, das ist immer der gleiche Text. Gut, damit haben wir schon zwei Zeichen der Bewährung von vier. Yay, überspringen. Ja, das ist dann immer das gleiche. Oh, wenn das länger lädt, gucken wir uns noch Tipps an. Seitwärts gehen. Wenn du ZL gedrückt hältst, kannst du dich bewegen, ohne die Blickrichtung zu ändern. Oh, was? Wo ist das? Das muss ich gleich... Huch! Haben die gerade sich den Kopf getauscht? Ich glaube, es geht los. So, die ganzen Waffen brauche ich nicht. Ach so, weil es jetzt Nacht ist. Ja, ich verstehe schon. So, seitwärts gehen. Ah. Ich verstehe. Okay. Dann einmal werfen. Geht das nicht kaputt? Ich hätte jetzt gedacht, das ist extra hier, damit man das kaputt machen kann dann. Ja, ist es auch. Okay. So, die Hauer kann ich noch mitnehmen. Ich muss jetzt nur gucken. Ja, das ist alles. Ist das jetzt wieder einer, der loslegt? Nein, der ist noch kaputt. Aber dann ist ein anderer nicht kaputt. Okay, die Überlegung ist natürlich, dass ich die mit der Bombe jetzt mal kaputt machen kann. Schauen wir mal. Hat es ihm irgendwas abgezogen? Das macht gar nichts, ne? Stärke, aber ich glaube nicht. Ne. Keine Chance. Da muss ich mich von denen weit entfernen halten. Okay, hauen wir ab. Das ist mir zu gefährlich hier.
Das war auch noch einer, der reagiert hat, glaube ich. Wo ich jetzt hin möchte. Erstmal das hier, so. Wo ich jetzt hin möchte, vor allem jetzt, wo wir die Bomben haben. Das haben wir schon geholt. Ist der Ort, an dem wir schon mal waren. Soll ich nur rausfinden, wo das war? Das war in die Richtung. Ja, das war da hinten. Ich weiß, wo der was war. Ich weiß es wieder. Was ist das denn hier für eine riesengroße Fläche? Kann ich einfach... Das sieht aus wie so eine riesengroße Bosskampfarena, aber ich glaube, ich kann hier einfach drüber laufen. Vielleicht ist hier später mal ein großer Bosskampf. Ja, da war das, wo die Viecher sind. Oder? Sind die wieder da? Nee, aber ist auch kein Fleisch mehr da. Nee, da war das gar nicht. Das war... Wo war das denn? Scheiße. Wo war denn dieser Stein, den ich gesprengt habe? Den ich hätte sprengen können. Das war weiter oben dann. Bitte? Ich höre Geräusche. Nichts mit mir, ne? Oh. Oh! Diesmal zerschlage ich das Schleimgelee nicht. Schleimtropfen, der aussieht wie eine kleine Version der Kreatur, von der er stammt. Er ist instabil und kann durch verschiedene Elemente beeinflusst werden. Ja, man kann ihn zum Beispiel schlagen. Dann ist er weg. Was doof ist. Herrgott, wo war das denn? Das ist auch wieder ein Metallstein. Nee, das ist kein... Nee, das ist kein Metallstein. Wollte ich nicht. Ah, wollte ich nicht. Ja, gut. Oh, die leben noch. Scheiße. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die da noch leben. Okay. Du schaffst es. Dann erhol dich kurz. So. Wo war denn dieses Ding zum Sprengen? Das gibt's doch nicht. War das noch weiter oben? Ich bin doch nicht bescheuert. Oh, hi. Oh, ein Schlag. Du warst aber nicht sehr stark, mein Freund. Alter, wo war denn das, wo ich gesagt habe, da könnten wir eine Bombe setzen? Das war bei dem See. Stimmt's? Das war bei dem See. Ich glaube, ja. Da unten irgendwo. Ja, genau hier. Genau hier. Okay. Ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Oh, ich kann nicht zünden, wenn ich im Wasser bin. Bam. Ah, das hat eine Truhe gebracht. Opal.
Ein Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Er schimmert ähnlich wie Perlmut und soll die Kraft des Wassers besitzen. So, so. Wie selten oder wichtig der ist, werden wir noch feststellen irgendwann. Jetzt haben wir es jedenfalls erstmal. Gut. Oh, habe ich den schon ausgepflückt? Anscheinend. Ja, die haben alle nichts mehr. Da war ich schon. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt noch zu der Hütte, die ich damals gesehen habe. Da unten war eine Hütte irgendwo. Außer dem alten Mann haben wir keinen anderen Menschen bisher hier gesehen. Entweder das... Die müssen aber... alle noch kommen. Hä, wo war denn die Hütte? Hier war doch eine Hütte. Da hinten. Ist das eine Hütte? Ich glaube, es ist eine Hütte. Aber das ist sowieso in die Richtung, in die auch der andere Schrein führt. Von daher passt das. Boah, ich hoffe, wir kriegen das mit der Ausdauer noch besser. Das dauert schon ganz schön lange, sich hier zu bewegen von einem Ort zum anderen. Aber normal, später kann man sich halt dann teleportieren. Also heißt später, das kann ich auch jetzt schon. Nur jetzt nutzt du noch nicht so viel. Fleisch. Das brauche ich. Kriege ich die irgendwie schnell los oder muss ich richtig kämpfen? Ich sehe halt nichts. Oh. Ja, wir kämpfen richtig. Attacke! Tschö. Das war jetzt auch keine so große Herausforderung. Selbst die Bogentasche ist schon voll, das gibt's doch nicht. Oh. Komme ich auch da mit Bomben ran? Stimmt, ich hätte einfach eine Bombe runterrollen lassen können. Das wäre super gewesen. Ah. Chance verpasst. Naja. Komme ich. Ausdauerhonig. 2 Herzen. Honig direkt vom Bienenstock ist besonders nahrhaft. Wenn man ihn zur Verfeinerung von Gerichten verwendet, verleiht er ihnen den praktischen Effekt, die Ausdauer zu steigern. Da sage ich es gerade noch. Ausdauerling, ein grüner Pilz, der oft in der Nähe von Bäumen wächst. Er speichert die Energie der Erde und füllt danach als Kochzutat die Ausdauer auf. Oh. Bombenpfeile. 5 Pfeile mit Sprengstoffspitze, die für den Kampf gegen Monster erfunden wurden. Beim Aufprall verursachen sie weitflächigen Schaden. Jetzt haben wir also auch noch Pfeile. Also verschiedene. Das ist schon echt cool. So was sonst immer recht lange gedauert hat, bis man Zeug bekommen hat, ist so alles einfach mal nebenher. Dafür sind halt diese Module dann die Spezialdinge. Wobei wir auch da jetzt mal relativ schnell Zeug bekommen haben. Finde ich aber gut. Grillwild kennen wir schon. Warum da immer wieder der Text kommt, weiß ich nicht. Da haben wir jetzt noch eine Monstertruhe. Die ich gar nicht öffnen kann. Oh, vielleicht muss ich erst alles besiegen hier. Ich wollte mein Schwert nicht werfen! Bist du des Wahnsinns, Link? Du kannst nicht ein Schwert werfen. Ich wollte mit Pfeil und Bogen angreifen. Bäm. Ah, siehst du? Man muss alle besiegen, dann geht das Ding auf. Cool. Habe ich nicht gecheckt, dass hier noch mehr sind. So, war da oben noch was? Nope. Gut.
Na, das ist Schwachsinn. Ah, Moment, doch, das könnte ich machen. Falls da was drin ist, bekomme ich das mit Bomben auf, ohne dass ich was... Oh. Oh, kommen die jetzt alle her? Habe ich die gerade draus gesprengt? Ah, tatsächlich. Praktisch. So, wisst ihr was? Wir haben jetzt gerade so viele... Oh. Oh, überall blinkt und blitzert es. Oha. Habe ich das gerade alles rausgesprengt? Ups. Ich habe gemacht, dass die Erde blinkt. Oh. Ach so, das ist ein Pilz. Nee, was ist das denn? Spurtling. Dieser Pilz ist oft an schroffen und isolierten Orten wie Steilhängen oder Höhlendecken zu finden. Als Kochzutat erhöht er die Geschwindigkeit. Aha. So, dann öffne jetzt mal das Ding noch da oben. Und hole erst noch den Pfeil. Hä? Liegt da... Liegt da drauf was? Ach, das ist ein Pfeil von dem Viech, ne? Ich glaube, ja. Ah, die Pfeile, die rumliegen, hat er verschossen und ich teilweise wahrscheinlich auch. So, was haben wir da drin? Wurfspeer. Eine besonders effiziente Wurfwaffe lässt sich dank ihrer speziellen Gewichtung deutlich weiter als gewöhnliche Lanzen. Ups, Stimme versagt. Nein! Entschuldigung. Gott. Ja, keine Ahnung, was ich mit dem Krogfächer will. Ja gut, vielleicht will ich den doch behalten. Aber den Bockstock, der kann weg. Hui! Yay! Jetzt will ich mal sehen, wie der wirft. Wie er sich wirft. Hier rüber. Zack. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Kann man anbieten, kann man anbieten. Den habe ich gerade geworfen. So, jetzt möchte ich ganz gerne noch zum Abschluss des Parts keine wichtigen Dinge mehr tun, sondern einfach nur Pflichtdinge. Ach du Scheiße, ist das voll. Es tut mir leid. Ich lerne es nicht. Wirklich. Wir kriegen das noch hin. Hey, warum wirst du kein... Wieso ist denn jetzt nur einer ein Röstapfel geworden? Oh. Oder zwei. Oh. Jetzt werde eher ich gleich der Röstapfel. So. Okay. Okay, dann nicht. Ich hätte es mir denken können. Ich hab ja schon mal die Befürchtung gehabt, dass aber... Verdammt. So, ich wollte eigentlich zu der Hütte, aber jetzt ist der Part auch schon bei einer halben Stunde. Ich denke, wir beenden an dieser Stelle den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und nächstes Mal wird es dann auch eine neue Aufnahme sein, wie gesagt.
Äpfel. Oh Mann, das muss man schneller wegnehmen. Okay. Wahrscheinlich ist es sowieso schlauer, die nicht in offenes Feuer zu werfen, sondern... Was ist denn warten? An einem Lagerfeuer kannst du Zeit streichen lassen. Bis wann möchtest du... Oh, was? Ach, cool. Ach, wie schön. Ein neuer Morgen. Aber wir beenden den Part trotzdem. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.